Radio TV. Was mich schwach macht, ist Kinderzimmer zusammenräumen. Was soll es da sonst noch geben? Antibiotika ist eines der wenigen wirklichen Heilmittel, die wir in der Medizin haben, wenn man eine Infektion wirklich heilen kann. Aber so wie es halt ist, wenn man schöne Wundermittel zur Hand bekommt, und wird es halt natürlich dann auch dauernd angewendet. Nicht? Und wo zieht man jetzt wirklich die Grenze? Und meistens wird es jetzt so empfohlen in den Richtlinien, dass man Antibiotika-Rezept mitgeben soll, dass man den Eltern aber sagt, sie sollen 2 bis 3 Tage warten. Und es gehen auch wirklich 75% derjenigen, die so ein Rezept mitkriegen vom Arzt, gehen nicht in die Apotheke, weil es relativ oft schon am nächsten Tag vorbei ist. Und dann haben sie dem Kind was erspart. Also es gibt auch wirklich gute neue Ansätze im Umgang mit Antibiotika. Und dasselbe gilt für fiebersenkende Medikamente. Fiebersenkende Medikamente haben denselben Allergiezusammenhang wie Antibiotika. Also Kinder, die im ersten Lebensjahr relativ viele fiebersenkende Medikamente bekommen, haben eben ein vielfach überhöhtes Risiko von Allergien. Das Immunsystem bittet praktisch das Gehirn darum, jetzt für Fieber zu sorgen, die Temperatur hinaufzuschrauben, weil eine Immunreaktion besser ablaufen kann bei Fieber. Das ist auch gerade erst vor kurzem ist das wirklich entschlüsselt worden, wie das genau funktioniert. Nämlich, dass die Durchlässigkeit der Lymphknoten sich wesentlich erhöht bei Fieber und die T-Zellen und einen ungehinderten Zutritt bekommen in die Lymphknoten und hier eine ganz starke Bewegung im Organismus stattfindet, die normalerweise bei Nicht-Infektionen, bei Nicht-Alarmsituationen geschlossen ist, wo es hier keinen so starken Verkehr gibt zwischen Lymphzellen und den Abwehrstoffen. Bei Fieber wird die Lebensdauer der meisten Pathogene, also der meisten Krankheitserreger, geschädigt. Und jedes Overrulen sozusagen des Krankheitsprozesses, indem ich jetzt von außen das Fieber senke, indem ich zum Beispiel, wie es viele Impfärzte machen, gleich vorbeugend Fieberzapferl mitgebe für den Fall, dass die Temperatur steigt, das sind eigentlich Sabotagemaßnahmen am Immunsystem, wo von außen hier etwas gesteuert und eingegriffen wird, was vom Immunsystem selbst nicht vorgesehen ist. In den USA, die sind ja, so wie sie in der Politik sind, im Krieg führen gegen den Irak, hier wird zuerst geschossen und dann nachgedacht, hat man manchmal den Eindruck. Und dasselbe ist auch gewesen bei den Windpocken. Jedes Pathogen, jeder Krankheitserreger ist von Haus aus schlecht, so schlecht wie Saddam Hussein. Dann wird einmal einmarschiert, dann wird herumgeschossen und dann schaut man erst, was passiert. Und das passiert eben bei den Windpocken in den USA jetzt derzeit, dass sie eben eine Verdoppelung bis Verdreifachung von den Gürtelrosenfällen bei Erwachsenen jetzt schon sehen und bemerken. Und deswegen jetzt aber nicht sagen, dass die Windpockenimpfung schlecht gewesen ist, sondern sie haben jetzt eine Gürtelroseimpfung erfunden. Aber die Industrie freut sich natürlich, weil sie wieder ein schönes Verdienstfeld hat. Und die neuen Impfungen sind ja unglaublich teuer. Also es gibt die neue humane Papillomavirus-Impfung, die bestimmte Viren vor bestimmten Viren schützt, die im Verdacht stehen, dass sie manchmal das Zervixkarzinom auslösen. Und da werden jetzt in Deutschland eben auch schon alle Mädchen zwischen 11 und 17 Jahren bekommen gratis die
HPV-Impfung heißt das. Die HPV-Impfung ist ein Experiment. Keiner weiß, ob das jemals wirklich schützt. Die gibt es jetzt seit 4 Jahren und man sagt, dass die Impfung lebenslang hält. Aber das hat man, glaube ich, bis jetzt noch bei jeder Impfung gesagt. Man glaubt, dass sie lebenslang hält, bis man dann die zweite und die drittfache und die Auffrischungsimpfung einführen musste, weil eben eine zu wenig ist. Die HPV-Impfung schützt vor 2 von 100 Papillomavirusarten. Ungefähr 15 von diesen Arten stehen im Verdacht, dass sie krebserregend sein könnten. Fast alle Menschen, also 99% aller Menschen, sind irgendwann in Kontakt mit Papillomaviren, mit einer oder mehrere von diesen 100 Arten. Und gegen 2 Arten schützt die Impfung. Und keiner kann noch sagen, wie lange das hält, weil der Höhepunkt eben der Zervixkarzinom-Problematik beginnt ab 65 Jahren. Also wenn man jetzt 12- bis 17-jährige Mädchen impft, müsste die Impfung 50 Jahre halten, 50 Jahre schützen, unter Anführungszeichen, damit die dann mit 65 Jahren möglicherweise weniger Zervixkarzinome haben. Gleichzeitig ist diese Impfung ein Schuss sozusagen ins Knie der eigenen Zervixvorsorge. Und jetzt befürchten eben die Gynäkologen auch, dass jetzt einfach, wenn sie geimpft sind oder wenn die Leute jetzt fast alle geimpft sind, dass kaum mehr jemand sich diese unangenehmen Vorsorgeuntersuchungen antut und dass über diesen Umweg möglicherweise sogar es zu einer Erhöhung des Zervixkarzinomrisikos kommt, weil eben die Impfung nur vor einem Teil dieser Erreger schützt, wo man nicht einmal genau weiß, ob diese Erreger eigentlich wirklich schuld sind am Karzinom oder ob sie sozusagen nur Kofaktoren sind, Begleiter sind. Weil Viren sind wie alle Pathogene dort, wo ein geschwächter Zustand ist. Sie nützen einen geschwächten Zustand, sind sozusagen so ähnlich wie ein Apfel, den man wochenlang liegen lässt, irgendwann verschimpeln wird. Da stürzen sich auch Krankheitserreger drauf, die eben genauso kann es sein, dass eben bei einem geschwächten Immunsystem, wenn eben ein Krebsprozess stattfindet, dann auch Viren dazukommen. Aber nachdem sie halt fast immer dabei sind, sagt man, die werden schon die Auslöser sein. Und in Deutschland hat man ja jetzt auch in den letzten 4 Jahren eine Impfung nach der anderen zugelassen. Die Pneumokokkenimpfung, die Meningokokkenimpfung, die Varizellenimpfung und die HPV-Impfung. Innerhalb jedes Jahr im Staccato eine neue Impfung. Im Bundesland Hessen, lese ich im Wiesbadener Kurier, haben sie jetzt erstmals die Impfpflicht gesetzlich eingeführt. Das heißt, ein Kind, das nicht alle Impfungen hat, die im Impfplan drinnen stehen, darf nicht mehr in den öffentlichen Kindergarten. Das heißt, die haben jetzt schon langsam, geht das in Richtung einer wirklichen Medizindiktatur schon langsam. Also ein Münchner Kinderarzt, der Martin Hirte, den ihr vielleicht kennt, der auch ein sehr gutes, empfehlenswertes Buch zum Thema Impfen geschrieben hat, der sagt, wenn die Kinder 5 Jahre alt sind, dann ist ihr Immunsystem aus dem Ärgsten heraus und dann empfehle ich die Masern-Mumps-Röteln-Impfung. Das ist etwas, dem ich mich anschließen kann. Das ist eine Impfung, wo kein Aluminium drinnen ist, weil das eine Lebendimpfung ist und das Aluminium eben die lebenden Viren stören würde. Aber es ist an sich eine relativ nebenwirkungsarme Impfung. Und nachdem es unmöglich ist, den Prozess der Masernausrottung wieder umzukehren, kann man hier nur hoffen, dass das irgendwann ein Ende hat, dass irgendwann einmal wirklich die Masern weg ist. It's not easy. Aber Gott sei Dank gibt es kritische Menschen wie den Bert Egartner, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Sein Buch erscheint im April im Lübbe Verlag. Ich freue mich schon drauf.